überwältigender Anblick, nicht wahr? Herr Weber, folgen Sie mir doch bitte. Jetzt sind Sie also schon hier angekommen. Das ging wohl schneller als von Ihnen geplant. Sind Sie... Ich meine, also... Bist du... Sind Sie... Gott? Nein, ich bin nicht Gott. Ich überprüfe lediglich, wie es mit Ihnen weitergeht. Wie meinen Sie das? Sie haben ja die beiden Türen draußen gesehen. Eine der beiden wird sich für Sie öffnen. Wir müssen nun klären, wo Sie die Ewigkeit verbringen werden. Auf jeden Fall in diesem wunderbaren Land. Ich möchte nicht in dieses Loch. So geht es jedem, wenn er erstmal hier ist. Das sollte aber bei mir kein Problem sein. Ich bin getauft, zahle regelmäßig meine Kirchensteuer und spende ab und zu für einen guten Zweck. Außerdem versuche ich immer, ein anständiges Leben zu führen. Oder hab's versucht, wie auch immer. Getreu nach dem Prinzip, tue Recht und scheue niemand. Deswegen sind Sie hier, Herr Weber. Wir werden sehen, was sich machen lässt. Was muss ich denn machen, um da reinzukommen? Sie brauchen 6.000 Punkte. 6.000 Punkte? Aha. Und wie bekommt man die? Beispielsweise durch gute Werke, ein tadelloses Leben, gute Moral. Sie wissen schon. Ja, das müsste ich eigentlich schon erreichen. Ich bin kein schlechter Mensch gewesen. Aber das müsst ihr hier oben ja schließlich wissen. Ich habe in meinem ganzen Leben nie jemand umgebracht. Nie gestohlen. Habe versucht, freundlich zu meinen Mitmenschen zu sein. Ging regelmäßig zur Kirche. Oder fast regelmäßig. Halt, Moment bitte. Wir müssen das alles im Einzelnen festhalten und die Punkte zusammenzählen. Ach so, gut. Soll ich anfangen oder stellen Sie die Fragen? Fangen Sie ruhig einmal an. Ja. Das ist gar nicht so einfach. Schließlich führt man nicht Buch über Dinge, die man gut gemacht hat. Wir schon. Machen Sie sich also darüber keine Sorgen. Ja, also fangen wir zuerst mal mit meiner Frau an. Ich habe sie immer gut behandelt, nie geschlagen. Sie musste auch nie um Geld betteln. Ich habe mich bei meiner Arbeit extra angestrengt, damit sie ein luxuriöses Leben führen kann. 60 Stunden die Woche. Fällt mir auch noch meine Tochter ein. Sie ist ein sehr nettes und anständiges Mädchen geworden. Was tun Sie denn da? Ein einziger Punkt dafür? Und was ist mit den ganzen Nächten, die wir durchgewacht haben, als sie krank war? Mit den Sorgen, die wir ihretwegen hatten? Sie sollten doch über all das Bescheid wissen. Die durchwachten Nächte gehen, soviel ich weiß, auf das Konto Ihrer Frau. Das andere müssen wir einzeln betrachten. Also dann weiter. Hätte nicht gedacht, dass es hier so zugeht.
Meine Schwiegermutter. Meine Schwiegermutter war wirklich ein böser Mensch. Trotzdem habe ich sie immer sehr höflich behandelt. Was denn? Was denn, nur einen Punkt? Wissen Sie denn nicht, was mich das gekostet hat? Doch, aber Sie hätten sie lieben sollen. Meine Schwiegermutter? Ich glaube, Sie haben keine Ahnung, wer meine Schwiegermutter ist. Ach, höre sich das einer an. Sie lieben sollen? Ja, wie hätte ich das denn tun sollen? Meinem Nachbarn habe ich oft geholfen. Moment. Sie meinen Herrn Carstens? Nach unseren Aufzeichnungen waren Sie zuletzt sehr verfeindet. Wegen eines zu großen Baumes? Ja, natürlich! Wie hätte ich denn mit dem im Frieden leben sollen? Wie viele Punkte habe ich denn schon? Mir reicht das hier allmählich. 32. Was? 32? Ja, aber so komme ich doch höchstens auf 50 Punkte. Das ist doch nicht fair hier! Schauen Sie sich doch mal die Menschen an, Mann! Ich bin doch nicht schlechter als andere! Mörder und Kinderschänder! Herr Weber, wir schauen hier Ihr Leben an, nicht das der anderen. Gibt es etwas, wo man mehr Punkte bekommt? Versuchen wir es doch mal mit den 10 Geboten. Die habe ich fast alle gehalten. Oh ja, das würde sehr viele Punkte geben. Also, dann versuchen wir es doch mal mit Du sollst nicht stehlen. Also, ich war immer ehrlich. Mein Bruder zum Beispiel, der hat schon als Kind gestohlen. Aber ich nie. Wie steht's mit der Steuererklärung? Immer vollkommen ehrlich? Aber das ist doch kein Stehlen. Das hat doch jeder gemacht. Aber Herr Weber, dadurch, dass es jeder macht, wird es doch noch lange nicht richtig. Leider haben Sie damit den Staat bestohlen. Aber wie war das damals mit dem Versicherungsfall, als Sie... Das gilt auch als Stehlen? Also lassen wir das! Wenn ihr hier so kleinlich seid, dann brauchen wir das Gebot über das falsche Zeugnis ablegen gar nicht erst erwähnen. Natürlich habe ich hier und da mal eine kleine Notlüge gebraucht. Aber ich war immer bemüht, nie schlimm zu lügen. Meine Güte, das macht doch jeder. Das ändert bei uns rein gar nichts. Versuchen wir es mit dem Nächsten. Du sollst nicht töten. Das weiß ich nun ganz genau, dass ich das nicht übertreten habe. Wie viele Punkte gibt das? Das müssen wir erst einmal klären. Erinnern Sie sich an die Worte, als der Gerichtsbeschluss kam, der Ihrem Nachbarn Recht gab? In der Sache mit dem Baum, Sie wissen schon. Sie sagten, dem Kerl drehe ich den Hals um. Das sagt man doch nur so daher. Schließlich habe ich es nicht getan. Das zählt ja wohl. Und wie oft haben Sie ausgerechnet, wie lange Ihre Schwiegermutter mit ihrer Krankheit noch zu leben hat? Und was Sie dann erben? Haben Sie nicht mit dem Arzt darüber gesprochen, dass man ihr Leben nicht verlängern sollte? Ja, aber sie ist eines ganz natürlichen Todes gestorben. Ich habe sie nicht umgebracht. Aber Herr Weber, der Wunsch war in Ihrem Herzen vorhanden. Sowohl bei Ihrer Schwiegermutter als auch bei Ihrem Nachbarn. Und wenn ich einen einzigen Ehebruch begangen habe, bekomme ich da auch keine Punkte. Obwohl Sie wissen, dass ich meiner Frau 37 Jahre lang treu war und dass da nur dieser einzige dumme kleine Fehltritt von mir war. Ich bin kein Mann, der anderen Frauen nachsteigt. Sie sollten Ihre Gedanken am besten kennen, Herr Weber. Meine Gedanken? Was macht man nicht alles in Gedanken? Aber das machen doch alle! Verdammt nochmal! Ich war nie besonders schlecht. Ich war ein ganz normaler Mensch. Ihr könnt doch hier oben nicht pedantisch sein. Aber Herr Weber, wir haben hier einen sehr ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Wie oft haben Sie nach Gottes Gerechtigkeit gerufen, die Sie einmal zeigen soll? Nun, hier ist sie. Gott hat niemanden darüber im Unklaren gelassen, dass er am Ende des Lebens richten wird. Das haben Sie doch auch gehört, oder? Ja, schon. Aber ich dachte, ich sei nie so schlecht, um abgeurteilt zu werden. Aber hat Gott nicht seinen Sohn gesandt, um für die Sünder zu sterben?
Heißt es nicht irgendwo in der Bibel, dass der das ewige Leben bekommt, der an Jesus Christus glaubt? Doch. Sie kennen sich sehr gut aus, Herr Weber. Aber seien Sie ehrlich. Sie haben doch nicht wirklich an ihn geglaubt. Ich habe seine Existenz nie abgestritten. Nun gut. Dann lassen Sie mich es so ausdrücken. Sie haben ihm nicht vertraut. Leben und Sterben von Jesus Christus hatte für Sie im Grunde gar keine Bedeutung. Sie wollten es ja mit Ihren eigenen Taten in den Himmel schaffen. Dass der Sohn Gottes für Ihre Schuld mit seinem Leben bezahlt hat, das wollten Sie nie hören. Denn dann hätten Sie sich ja eingestehen müssen, dass Sie in Ihrem Leben sehr viel Schuld angehäuft haben. Aber in Ihren Augen waren Sie ja gar nicht so schlecht. Ja, aber ich kann mich auch nicht erinnern, dass mir irgendjemand gesagt hätte, dass es hier so streng zugeht. Habe ich irgendeine Möglichkeit? Ich war doch nicht so schlecht wie manch anderer. Wir haben alles, was Sie getan haben, in diesen Büchern aufgeschrieben. Wir können die Punkte zusammenzählen. Sollten Sie auf 6.000 kommen, hätten Sie es geschafft. Ach, lassen wir das. Aber eins sage ich Ihnen. Sie haben scheinbar überhaupt keine Ahnung, wie es da unten in der Welt zugeht. Da kommt ja niemand hier herein. Wo kommen denn die Menschen her, die es da reingeschafft haben? Ich wette, die haben es genauso wenig verdient wie ich. Hatten wohl genügend Geld, den Eintritt zu zahlen. Sie haben immer noch nicht verstanden, was ich Ihnen mitteilen wollte. Diese Menschen haben eine Eintrittskarte bekommen, das stimmt. Dachte ich's mir doch. Aber sie haben sie nicht bezahlt. Niemand konnte so viel zahlen. Nur einer. Und der hat gleich für alle mitbezahlt. Es gab eine 6.000-Punkte-Karte ganz umsonst. Wer im Leben seinen Stolz beiseite legte und sich diese Karte von Jesus Christus schenken ließ, weil er einsah, dass er die erforderliche Punktzahl nie und nimmer erreichen würde, der hat hier freien Eintritt. Für die Ewigkeit. Aber warum hat mir das denn niemand gesagt? Das hätte ich doch gleich gemacht. Ich wurde völlig falsch informiert. Ich dachte, man müsse nur halbwegs recht leben. Sie kennen doch mein Motto. Tu recht und scheue niemand. Daran habe ich mich immer gehalten. Können Sie denn gar keine Aussage machen? Nein. Nein. Bleiben Sie doch hier. Kommen Sie zurück. Ich will mein Buch sehen. Bitte. Bleiben Sie hier. Nein, 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 nein. Was ist denn los, Karl? Hast du dich geträumt? Was machst du denn hier? Schlecht geträumt? Oh ja, schlecht geträumt. Alles nur ein Traum. Ja, alles nur ein Traum. Bis bald, Herr Weber. Ja, bis bald.